Das Umweltbundesamt kommt nicht zur Ruhe. Nach den Hühnerställen in China der nächste Skandal. Und hier kann man wirklich mittlerweile sagen, eine Freundalwirtschaft, die eigentlich ja korrupt ist, wie man sie sonst nur aus den Filmen kennt. Denn Recherchen der Welt und anderer Medien haben jetzt ergeben, dass es durchaus fragwürdige Vernetzungen, auch sage ich mal Zuschläge für diverse Vereine und vor allem auch Geldflüsse und vor allem auch Werbung für bestimmte Unternehmen gab, die jetzt hier davon massiv profitiert haben, dass sie sehr gut mit dem Umweltbundesamt zusammengearbeitet haben. Das vor allem auch Berater und Klimavereine, wo man sich irgendwann die Frage stellt am Ende, naja, wer profitiert denn hier am meisten von den entsprechenden Ministerien? Ganz klar ist, das Umweltbundesamt wird immer mehr natürlich nicht nur zur Klimalobby, sondern zu einem Geldverteilungsinstrument in dem Grunde unnötige, sinnlose und ineffiziente, ganz einfach auch Projekte. Wir schauen uns an, wo dein Steuergeld auch an der Stelle mal wieder hingewandert ist und wo man ganz klar sagen kann, das wird durchaus auch für Steffi Lemke weiterhin zum großen Schaden. Denn das hat das Potenzial, zum nächsten großen Skandal zu werden. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater. Und ja, das Umweltbundesamt ist plötzlich hier, sag ich mal, sehr schnell geworden. Denn sobald irgendwelche parlamentarischen Anfragen kommen, auch seitens der natürlich Opposition, aber auch andere Themen hier aufkommen, sogar Medien dann anfangen zu recherchieren, werden einfach mal bestimmte Daten geändert. Denn so ist es nämlich so, ich habe ja auch schon darüber berichtet, über diesen CO2-Rechner. Der CO2-Rechner, wo plötzlich übers Wochenende hier Holz als klimaschädlich eingestuft worden ist. Obwohl europaweit im Grunde Holz hier als im Grunde CO2-neutraler Träger eingesetzt werden kann. Pelletsheizungen, all das drumherum mit Holzheizen, was weiß ich nicht alles. Und da war es natürlich so, übers Wochenende wurde das eben geändert. Hintergrund ist nämlich, und jetzt wird es nämlich richtig, richtig spannend schon mal, dass hinter diesem CO2-Rechner nicht das Umweltbundesamt selbst steht, sondern, wer könnte es natürlich anders vermuten, eine Firma. Und zwar die Firma Klimaaktiv ist natürlich hier gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes MBH, heißt es hier, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und diese hat aktuell oder in der Vergangenheit und auch aktuell immer noch hier diesen CO2-Rechner hier bereitgestellt. Und das ist jetzt relativ spannend gewesen, denn so etwas wurde zumindest bis zur parlamentarischen Anfrage der Union hier auch öffentlich auf der Seite mitgeteilt. Dann haben aber nach diesem Holzskandal, könnte man so sagen, die Welt und andere Medien angefangen mal zu recherchieren. Okay, wer steckt denn eigentlich dahinter? Und vor allem, wie viel Geld ist dort eigentlich geflossen? Insgesamt heißt es hier, dass für den mittlerweile umstrittenen, wie die Welt hier schreibt, CO2-Rechner, EUBA-CO2-Rechner, werden jährlich 73.756 Euro gezahlt. Denn an der Stelle ist es so, dass Umweltbundesamt verlinkt, wie gesagt, hier auf die Seite des entsprechenden Klimaaktiv-Unternehmens. Welt am Sonntag und andere haben dann angefragt, okay, wie sieht es denn hier aus und so weiter und so fort. Und plötzlich gab es ein paar Änderungen, und zwar im Impressum. Während natürlich hier am Anfang offen noch drin stand, dass hier die Firma Klimaaktiv natürlich und entsprechend natürlich auch andere damit involviert waren, hat man das schnell mal abgeändert. Und zwar heißt es hier, das Internetangebot wird herausgegeben von im Grunde Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Umweltschutz und Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, BMUV. Dies vertreten durch im Grunde des Präsidenten des Umweltbundesamts. Aber jetzt heißt es nur noch ganz am Ende im Kleinstgedruckten, alle Rechte für den Inhalt und die Gestaltung stehen allein der Klimaaktiv gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes MBH zu. Das Umweltbundesamt ist Inhaber eines einfachen Nutzungsrechtes. Und da heißt es jetzt hier auch auf Weltanfrage, das Impressum habe man ja nur geändert, um hier Missverständnisse zu vermeiden. Das alles, das aber jetzt erst dann passiert, als plötzlich hier die Kritik groß geworden ist, vor allem, wie gesagt, Heizen mit Holz und sonstiges, vor allem auch alle Experten, also jetzt nicht die, sage ich mal, von den Behörden oder von Klimaaktivisten bezahlten, sondern die echten Experten, haben dann hier vor allem auch auf internationaler Ebene gesagt, hey Leute, das ist ja schädlich oder natürlich auch einfach eine dumme Idee, um es
es kurz zu übersetzen. Denn vor allem, das war ein weiterer Schlag auch gegen Unternehmen. Denn hier haben mehrere Unternehmen gesagt, naja, was ist denn jetzt eigentlich noch die Zuverlässigkeit? Oder was ist denn die Verlässlichkeit? Also man könnte ja sagen, okay, liebe Leute, es wird in 10 Jahren oder sowas, werden wir das anders einstufen, wir werden darauf hinarbeiten. Nein, aber diese Aktion erfolgt ja durch das Wochenende, durch Klimaaktiv und hat hier im Grunde auch dazu geführt, dass Unternehmen weiterhin das politische Vertrauen auch verloren haben, weil sie sagt, hey, übers Wochenende mal so krasse Änderungen, die vor allem auch viele Millionen Haushalte treffen. Aber es geht nämlich noch weiter. Jetzt wird es nämlich richtig, richtig bunt auch hier. Denn wie gesagt, neben der Klimaaktiv GmbH gehören nämlich hier auch andere Institutionen auch noch dazu. Und jetzt wird es spannend, dass auch hier die, ich will Klima GmbH, muss ich bloß weiter runter scrollen, weil es ein sehr, sehr langer Text ist. Und zwar zum einen, genau so rum, ist es natürlich so, dass die Daten hier auch anonym weiterverarbeitet werden, aber es hier vor allem auch relativ spannend wird unten, und zwar die Projektseite Klicks 3. Also im Großen und Ganzen die Seite nämlich 3 fürs Klima heißt das Ganze. Und wie ihr nämlich da wisst, ich bin ja ein Fan von Bilanzen und schaue mir gerne auch wieder Unternehmen, Zahlen, Daten, Fakten an. Und diese 3 fürs Klima e.V. ist ein eingetragener Verein. Hier auch der Vorstandssprecher Michael Billhartz. So, wenn ich es richtig recherchiert habe, sogar Dr. Michael Billhartz. Er, wie gesagt, einmal 3 fürs Klima, aber auch durchaus, so wie ich das jetzt hier aus dem Artikel, wenn ich es richtig rausgelesen habe, gleichzeitig auch bei dieser im Grunde Klima, bei dieser anderen Klimaunternehmen im Grunde dran involviert ist. Das heißt, 2 im Grunde Unternehmen, also ein Unternehmen, ein e.V. und auf der anderen Seite eine Person. Und spannend wird es, hier wurde nachgefragt, naja, und das ist nämlich jetzt der Punkt, wieso ist das Klick so spannend? Weil nämlich auf dem Umweltbundesamt, auf der Seite, wurden gleichzeitig zu Spenden aufgerufen. So, man könnte sagen, der moderne Ablasshandel. Du kannst hier im Grunde mit dem CO2-Rechner mal nachrechnen, wie der CO2-Bilanz ist. Und dann, wenn du drüber gehst, dann kannst du sagen, okay, cool, jetzt gehe ich her, ich möchte was tun für mein Gewissen, wie so eigentlich mal vor 1000 Jahren auch, ich kaufe mich jetzt hier frei. Wie gesagt, auch da ein Schelm, wer Böses denkt, wie hier übrigens auch die Religion wieder zugreift. Vor 1000 Jahren der Ablasshandel im Grunde für einen Gott, heute für eine andere Religion. Naja, man muss es ja, sage ich mal, auch so verstehen. Spannend ist es auch, hier heißt es, Vorstandssprecher Billhartz hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass der Verein 2023 fast 25.000 Euro an Spendengelder für Klimaschutzprojekte eingesammelt und weitergegeben hat. Und wie gesagt, wir wissen, habe ich vorhin schon gesagt, ich schaue mir gerne Bilanzen an. Und wir wissen ja, hier, 3 fürs Klima, ist ein eingetragener Verein. Also ich bin jetzt auf der Seite 3 fürs Klima und hier mal ganz unten nochmal, hier heißt es im Grunde 3 fürs Klima, e.V., Wilhelm Müller, also das ist die richtige Seite in Dessau. Und gehe jetzt her und sage, okay, boah, jetzt will ich mich mal über dieses Projekt informieren. Startseite, bla bla bla, ja, klingt gut, okay. Dann, spenden kann ich, Projekte, unser Ansatz, aber was mich interessiert, Leitmotiv, wer sind wir? Ha, da fehlt doch was. Die Schiene Transparenz. Zumindest habe ich jetzt mal hier während der Recherche, ich habe mir die Seite mal kurz angeschaut, nicht feststellen können, wie viel Geld wirklich eingenommen worden ist, wie viel Geld wohin verteilt worden ist. Deswegen für mich erstmal der Satz und eingesammelt und weitergegeben haben. Für mich erstmal sehr unglaubwürdig, denn da muss ich jetzt mal sagen, selbst sage ich mal so linke SPD-nahe SPD-Vereine wie Korrektiv oder sonstige, auch die veröffentlichen ja, wenn sie vom Steuerzahler mit finanziert werden. 3 fürs Klima, zumindest fürs Jahr 2023 noch nicht. Spannender wird es aber jetzt, und zwar geht es nämlich um den nächsten Punkt, denn dieser im Grunde hier Michael Billhartz, wenn ich es richtig verstanden habe, hat nämlich eine weitere Funktion. Das ist jetzt spannend. Nämlich berät er auch Unternehmen bei der Transformation. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, wo ich sagen muss, dort wird vielleicht mit Steuerzahlergeldern Schindluder getrieben. Punkt Nummer 1. Wie gesagt, wäre jetzt mal so, wenn ich jetzt der Bösewicht wäre, wie man es natürlich immer sagt, okay, Krimifilmen oder so, und ich bin jetzt auf der Spur des Geldes. Wie würde ich es dann machen? Also ich würde mir zuerst im Grunde einen Bedarf schaffen. Das ist im Grunde, könnte man so ein bisschen überspitzt sagen, wie im Drogenhandel. Der erste ist immer gratis. Dann im Grunde geht man her und schafft einen Bedarf, CO2-Rechner, man schafft ein Gesetz und so weiter. Und dann ist der Bedarf vorhanden. Die Unternehmen müssen zwangsläufig das machen. Dann kommen sie und denken sich, boah, ja klar, wenn jetzt an der Stelle das Umweltbundesamt hier auch diese Firma verwendet und sogar den Rechner dort einbindet auf der Homepage des Umweltbundesamtes, also auf einer obersten Behörde,
dann muss das doch gut sein. Dann gehen die her und sagen, okay, berechne ich alles. Und dann suche ich vielleicht kurz danach, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie vielleicht hier mit Cookies gearbeitet worden ist. Cookies, das sind nicht die Kekse, sondern geht es um Tracking im Internet. Wird mir vielleicht auch bei Facebook, Social Media, sonstiges immer wieder diese eine Firma angezeigt. Wie gesagt, reine Spekulation. Ich denke mal so durch, wie ich sowas aufbauen würde. Dann gehen wir weiter und sagen, okay, dann haben wir hier die Berechnung, vielleicht habe ich meine Daten schon hinterlegt, um zu sagen, das für später zu speichern, mir vielleicht eine Auswertung zukommen zu lassen. Oder ich sage gleich, okay, ich spende gleich mal was an eben den Verein. Der Verein braucht da zum Beispiel einen Vorstand. Der Verein muss auch irgendwie beraten werden und, und. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht nachprüfen. Wenn ihr die Transparenz oder Ähnliches hier findet auf der Seite, gerne, wie gesagt, korrigiert mich unten in der Infobox, in den Kommentaren, solltet ihr es finden. Ich habe einen klassischen über uns bei dem Verein nichts gefunden, kann also nicht bestätigen, dass das jetzt zum Beispiel allein für Vorstands- und Personalthemen drauf geht. Weil diese ganzen Veranstaltungen, die stattfinden, sind zwar schön, aber ich weiß nicht, was haben die gekostet. Und wenn allein nur durch die Spenden hier von den Klicks laut hier eigenen Medienberichten im Welt schon 25.000 Euro zusammengekommen sind, weiß ich nicht, was ist sonst noch da gewesen. Eben vielleicht durch andere Möglichkeiten. Weiter geht es aber natürlich, dann sage ich, okay, wir haben im Grunde den Bedarf, wir also die gesetzliche Vorgabe, wir haben den Bedarf, wir haben im Grunde hier noch die Reputationsaufbau eben durch das Umweltbundesamt und dann kommt ganz am Ende die große Beratung. Und die Beratung, da wird dann meistens richtig abkassiert. Jetzt wirst du sagen, ja Roland, woher weißt du das denn? Vielleicht, dass das so groß abkassiert ist. Vielleicht machen die es ja auch alles hier im Großen und Ganzen zu, sag ich mal, entsprechenden, ja, sag ich mal, für einen guten Zweck. Ja, liegt ganz einfach daran, weil auch wir in der Vergangenheit schon bei unseren Mandanten gerade solche Klimabilanzen erstellen haben lassen. Und wir auch an dem Bereich sogar Kooperationen hatten in der Vergangenheit mit einigen Unternehmen, die Klimabilanzen erstellt haben, weil eben große Unternehmen hier mit mehreren hundert Mitarbeitern eben dazu verpflichtet sind. Also Bedarf geschaffen, Reputation aufgebaut und dann natürlich Angebot gegeben, Nachfrage kommt. Geld kassiert. Wie gesagt, das nur mal so. Das geht aber immer wieder häufiger so, wo man auch sagt, bei diesen NGOs und bei diesen Spendengeldern und sonstiges ist immer so ein bisschen kritisch. Und vor allem, wie gesagt, es ist auch hier so dann die Frage gewesen seitens der Medien, denn es sei hier ja ganz klar gewesen, dass es sei auch ein Link auf eine normale Seite, das teilt jetzt auch das Umweltbundesamt so wörtlich mit, aber durchaus, wie gesagt, der Anschein, dass es sich hier um ein offizielles Thema handelt, ist durchaus gegeben. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch wieder was, man sagt, hier ist durchaus Steffi Lemke, Umweltbundesamt, als auch Robert Habeck durchaus in einer kritischen Situation. Steffen Bilger von der CDU-CSU-Fraktion, stellvertretender Vorsitzender, fordert zum Beispiel, das Umweltbundesamt wird mehr und mehr zur Skandal, bzw. sagt, wird mehr und mehr zur Skandalbehörde. Die Bundesregierung muss beim CO2-Rechner des Umweltbundesamts dringend Aufklärung sorgen. Denn, hier heißt es weiter, die enge, auch personelle Vernetzung, die es bei diesem Rechner zwischen der Webseite einer obersten Bundesbehörde und dem Lobbyverein 3 fürs Klima gibt, ist inakzeptabel. Dann schreibt hier noch Welt zum Abschluss, es mangelt an Transparenz und behördlicher Neutralität. Das heißt, das, was viele im Grunde, sage ich mal, Demokraten und freiheitsliebende Menschen schon lange sagen, ist, dass durch diese im Grunde Klimagesetze, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht hier im Grunde mich für die eine oder andere Seite aussprechen, da geht es hier um eine neutrale Bewertung, dass natürlich hier, wie gesagt, Interessen vorhanden sind. Aber wie vor allem hier gerade massiv Geld gescheffelt wird, wird auch deutlich, wenn man sich durchaus auch hier andere Berichte, zum Beispiel von Ach Gut TV und anderen durchgeht, oder zum Beispiel, das haben wir hier noch, Hasepost, aber auch die Kommentierungen im Internet sind hier mittlerweile sehr lustig. So zum Beispiel schreibt auch hier Tim Rhön, sehr gute Recherchen von Philipp Wetter. Das Umweltbundesamt bietet einen CO2-Rechner an, doch den betreibt gar nicht die Behörde, sondern eine private Firma, die beim genauen Hinschauen offenbar merkwürdigen Vernetzungen zwischen Amt und Klimalobbyisten. Tim Rhön ist aktuell auch, wie gesagt, Reporter bei der Welt, Head of Investigativ. Dann auch noch ganz spannend, hier zum Beispiel auch Axel, Science Journalist, hier auch bei der Welt. Wer beginnt zu recherchieren, stößt auf ein grünes Netzwerk aus Klimaschützern, die durchaus ein finanzielles Interesse am UBA-CO2-Rechner haben und womöglich auch daran, dass die errechneten CO2-Bilanznutzer möglichst hoch ausfallen. Das schreibt hier, wie gesagt, auch ein Weltautor dazu, Science Journalist, also jetzt auch nicht irgendwer, können wir auch gleich mal folgen. Machen wir gleich mal. Solchen Leuten sollte man immer folgen, vor allem wenn sie auch, sage ich mal, gute Informationen haben. Oder zum Beispiel auch hier, wo immer Grüne herrschen, herrschen Korruption und Vetternwirtschaft. Greichen war keine Ausnahme.
Und das ist das, wo ich mittlerweile schon so, ja, massive Steuergeldverschwendung, Veruntreuung. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche weiteren Wörter natürlich reinwerfen, aber es baut sich schon so mittlerweile immer mehr auf, wo man sagt, okay, von so einem kleinen Skandälchen ist man schon mittlerweile weit entfernt. Denn wie gesagt, wir sprechen ja nicht nur über den Greichen, Atomausstieg, eine der krassesten und negativsten Entscheidungen. Klar, wurde von Merkel eingeleitet, der grünen Kanzlerin, wurde dann von den Grünen im Grunde vollzogen, obwohl man trotz, sag ich mal, der Situation eigentlich wieder besseren Wissens weiter hätte machen sollen. Dann natürlich, und wo wir, wie gesagt, sogar die Studien mittlerweile haben, die sagen, der Atomausstieg war CO2 schädlicher als die Alternative. Dann, wie gesagt, nach Greichen kam jetzt Steffi Lemke mit dazu, mit entsprechend hier den chinesischen Hühnerställen, wo hier massiv finanziert worden ist, obwohl sogar dem Umweltbundesamt auch schon seit Monaten, wenn nicht sogar mehr als einem Jahr bekannt war, sogar damals auch schon von der Vorgängerregierung mittlerweile gesagt worden ist, dass das nicht kontrollierbar sei mit im Grunde den Möglichkeiten im Ausland. Und jetzt als nächstes hier der nächste Lobbyverein, der direkt gepampert wird. Ich möchte jetzt nicht mal von den ganzen anderen Themen sprechen, die wir hatten mit Visa-Skandal von Annalena Baerbock, wo Millionen im Grunde verballert worden sind. Dann, wie gesagt, von allen möglichen Grundstücken, die gekauft worden sind in Brüssel, die dann, sag ich mal, nach meinem Kenntnisstand nicht bebaut werden dürfen. Und Lisa Paus, Nancy Faeser, Demokratieabschaffgesetz, wo im Grunde Lobbyvereine bis ins Unendliche mit Geld zugemüllt werden sollen. Wie gesagt, das ist alles, wie gesagt, an der Stelle durchaus hier mehr als kritisch. Und da muss man ganz klar sagen, dass es hier auch ja, mittlerweile mehr als fragwürdig ist, wie viel Steuergelder der deutsche Steuerzahler bei den Grünen noch zahlen muss. Und da kann man ganz klar sagen, das grüne Netzwerk wird damit immer krasser entlarvt, denn wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, wie es Ricarda Lang mal gesagt hat, ja, es ist das neue Volkssport im Großen und Ganzen hier auf die grünen Bashing. Nein, das sind Zahlen, Daten, Fakten, wo man ganz klar auch mit einem klassischen Follow-the-Money-Ansatz, ich befürchte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich befürchte, dass da noch wesentlich mehr und wesentlich krassere Meldungen auf uns zukommen, wo im Grunde auch der Steuerzahler, nicht nur der Steuerzahler, sondern wahrscheinlich auch der normale, sag ich mal, deutsche oder in Deutschland lebende Mensch, sag ich mal, durch die Grünen massiv benachteiligt worden ist. Denn, wie gesagt, was als nächstes kommt, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, viel Raum für Spekulation, aber ganz klar ist, das wird noch mal teuer. Vor allem ganz klar ist, dieser Sumpf, ob der irgendwann mal leergefegt wird, man weiß es auch nicht. Wie gesagt, nach aktuellem Stand wollen ja zumindest Teile der Union, sage ich mal, wieder mit im Großen und Ganzen den Grünen das nächste Mal regieren. Das wäre zumindest in Wahlumfragen technisch aktuell möglich. Man kann sich nur hoffen, dass es nicht der Fall ist. Aber ganz klar ist, es wird richtig, richtig teuer, was da noch auf uns zukommt. Deine Gedanken, deine Meinung interessieren uns. Was denkst du, was kommt als nächstes? Gibt's, oder weißt du schon irgendwas? Hast du vielleicht die letzten Tage was gelesen, wo du sagst, hey, Roland, schau dir das mal an. Gerne immer solche Artikel auch an mich. Das interessiert mich wirklich, weil, wie gesagt, am Ende ist es so, du gehst dafür arbeiten, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird und nicht in irgendwelchen Lobbyvereinen und, sag ich mal, irgendwelchen Front der Wirtschaften untergejubelt wird. Und ich kann es ganz klar sagen, was auch mein früherer Politiker gesagt hat, der Unterschied zwischen den Politikern von damals und heute ist, die Politiker von damals haben sich die Krümel genommen und umgekehrt ist es heute, die Politiker von heute nehmen sich die Kuchen und lassen den anderen die Krümel übrig.